Warte kurz. Jo, was geht? Ah, jetzt. Alles klar? Ja, Mann, selber. Auch, ne? Ja, Mann, gut, gut zu hören, gut zu hören. Hey, danke für die Einladung. Freut mich immer, wenn Kein Leute fragen, ob sie Interviews oder sonst was machen können, Bruder. Was ist das Wetter? Problem. Ich würde einfach mal vorschlagen, magst du dich erstmal kurz vorstellen für die Leute, die dich eventuell noch nicht kennen? Ja, Mann, ich bin 18 Jahre alt, ich bin jung. Ihr kennt mich wahrscheinlich von Instalent. Ich war da bei Farid Bang Live. Und ja, ich mache Musik, ich mache Rap für mein Leben gerne. Ja, that's it, my friendo. Ich bin nicht so interessant. Seit wann machst du ungefähr Musik jetzt schon? Uff, oh, gute Frage. Richtig angefangen Musik zu machen habe ich erst vor 2 Jahren, 2008, 2019. Ende 2018. 2009, Seitdem. 2019 kam, glaube ich, dein erster Song raus, oder? Ja, da kam mein erster Song raus, da kam Broly. Aber ein Jahr vorher habe ich schon was auf Instagram gedroppt gehabt und da hatten wir auch schon unser Studio damals. Und so ging das, kam das ins Rollen. Richtig, also zu Texte geschrieben und so habe ich schon mit, boah, da war ich jetzt mit 18, damals war ich 11, 12, habe ich schon angefangen, Texte zu schreiben, so. Also ich habe das Ja. damals schon geliebt, Rap. Ja, das ist gut. Ja, Mann. Und ich würde jetzt erstmal so ein paar private Fragen stellen und dann würde ich halt zum Insta-Talent kommen. Safe, safe, easy. Was machst du denn beruflich, also neben der Musik? Also machst du noch irgendwie Schule oder Ausbildung? Ich gehe in die Schule. Ich gehe tatsächlich in die Schule. Und bei euch heißt das Abitur, bei uns heißt das Matura. Um die zu Ja, machen. Ja. genau. Und ja, ich gehe, nein, ich gehe einfach zur Schule, Bruder. Ab und zu Sommerjobs, hier dies, das, du weißt. Dann kann ich auch Ah. den Rap auch besser machen nebenbei so. Ja, Ich klar. auch besser. Ja. Und wie waren so die Reaktionen, also in deiner Schule, als die Leute so gemerkt haben, dass bei das Insta-Talent jetzt so bis in die 11 gekommen bist? Hey Bruder, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe noch nie so viel. Auch die Leute, die mich nicht mochten, auf einmal feiern die mich so, weißt du? Das war halt so. Alle haben mich schon gekannt, weißt du? In meiner Stadt und so. Ich bin, wir leben in einem scheiß Kaff, Bruder. Hast du alles verstanden? Du hast gerade ein bisschen geleckt. Nee, ich habe jetzt alles gerade verstanden. Okay, ja, die kannten mich alle schon vorher. Ja. Und in dem, für die, die meine, die ich schon kannte, denen ich die Hand gegeben habe und so, für die war das nicht das Krasseste. Die sind nicht gekommen und haben gesagt, wow, krass, krass, Farid. Die haben gesagt, ey, Bro, gut gerappt, Alter. Aber ich habe sehr viel Props bekommen von den Leuten im Real Life. Also wirklich, das hat mich gefreut. Wirklich. Ja, klar, das ist doch schön, wenn man dann auch Reaktionen von den anderen Leuten bekommt und Ja. so, dass man da auf jeden Fall stabil am Start war. Ja. Und du hast ja auch extrem gut abgeliefert. Also ich habe das wirklich gefeiert, was du da gemacht Danke. hast. Danke. Und hat mich auch gefreut, dass du auf jeden Fall bis in die Top 11 gekommen bist. Und ja, ich würde jetzt einfach direkt schon auf das Insta-Talent kommen, Safe. quasi. Hau raus. Und zwar, wie bist du darauf gekommen, da mitzumachen quasi? Tatsächlich, letztes Jahr, ich weiß nicht, hast du das letztes Jahr auch verfolgt? Ja, so ein bisschen letztes Jahr habe ich das. Da gab es einen, der hieß Maso und Sino. Durch Ja, diese Sino, der beiden. ist ja mit der Schwester von Pietro Pietro Lombardi. Lombardi. Ja. Genau. So, ich habe damals mit Maso ein bisschen geschrieben. Ich war beim Live dabei und so. Und durch das wurde ich das auf das aufmerksam. Ich habe das erst später mitbekommen, nachdem das war. Ich habe zu dieser Zeit nicht so viel irgendwie auf Instagram gemacht und so und habe das nicht mitgekriegt. Ich habe nur das Finale mitgekriegt. Und dann habe ich dieses Jahr gesehen, der launcht noch was und ich habe mich irgendwie bereit gefühlt und habe mir gedacht, okay, Mann, ich mache mit. Ich gebe Vollgas, ich gebe mein Bestes und wenn ich Glück habe, dann komme ich rein. Und bei Gott, ich hatte Glück. Aber wirklich. Ja. Und ich will noch was sagen. Für jeden, der hier, es sind eh nicht viele, aber für die, die hier zuschauen und mitmachen wollen, wenn ihr das nicht auf die Kette kriegt, dass ihr innerhalb von einem Tag einen Text schreibt, dann macht da nicht mit. Wenn ihr nicht rappen könnt, dann geht nicht in den Livestream. Ich schwöre es euch, das ist so schlimm gewesen, Alter. Da Nee, ja. stoppen, Bruder. Das habe ich zu Anfang auch gedacht, wo die ganzen Leute da mitgemacht haben und sich gedacht haben, die können rappen und dann haben die einfach absolut nicht abgeliefert.
komplett. Und ich meine, ich und Race, also ich kann nur von Race, ich weiß nicht, kennst du Race? Hast du was mitbekommen? Ja, der ist ja mit im Finale jetzt, oder? Ja, Race ist im Finale und ich und Race, ja, genau. Ich und Race sind so. Also ich schreibe viel mit ihm und er ist ein richtig korrekter, netter Typ. Und ich weiß auf jeden Fall, er hat jeden seiner Texte immer selber einen Tag davor geschrieben, ich auch. Ja. Und da gab es den einen oder anderen, der hat da sich ein bisschen durchgemogelt, Digga. Ja, die haben Texte von früher genommen oder Insta-Posts wieder gelöscht und davon Texte genommen. Gerne. Ich meine, irgendwie so, da war ja auch so ein kleiner Beef oder so, wo sich zwei in den Haaren hatten. Ju und Race. Das Problem ist halt, Race hat halt eigentlich Fakten genannt. Es war so, Race hat es aufgeregt, dass er das gelöscht hatte. Der hatte den Insta-Post online mit Video, alles ganz krass. Und auf einmal war der Insta-Post weg. Ich habe ja auch nachgeschaut. Ich habe das gehört und gedacht, lol, Bruder, das kenne ich ja. Weißt du? Ja. Das kenne ich ja. Das kann ja. Und Farid Bang hat extra davor gesagt, mach deinen Text, seid vorbereitet. Ich meine, ist ja nicht schlimm, wenn er das so gerappt hätte und gesagt hätte, yo, das war ein Track von mir, wäre das okay gewesen für mich, aber... Ja, das wäre ja nicht schlimm gewesen dann. Ja, das wäre nicht schlimm gewesen, aber er hat das halt so ein bisschen verschleiert. Aber ist jetzt auch alles gut hier. Ich will nicht nochmal was aufreißen oder so. Race und er haben sich vertragen. Ich finde ihn auch ein netter Typ. Joe ist ein korrekter Dude eigentlich. Ja, ist ein guter Kerl eigentlich an sich, ne? Ja, Mann. Auch ein stabiler Künstler. Sehr. Und wie war so dein Empfinden, als du gemerkt hast, dass du immer weiter gekommen bist quasi bei Das Insta-Talent? Wie war so wie hast du dich gefühlt quasi? Wie ich mich gefühlt habe? Heilige Scheiß, Bruder. Das war für mich, du musst dir vorstellen, ich bin ein kleiner Junge aus Österreich, irgendwo aus dem letzten Loch, Alter. Ich wohne in Vorarlberg, das kennst du wahrscheinlich nicht mal, Bruder. Das ist einfach irgendwo in Österreich. Ich komme aus dem letzten Loch und dann auf einmal diese Bühne zu bekommen bei Farid. Bei meinem Vorbild. Ich habe nur Farid gehört, Digga. Ich habe Farid und Kollega und San Diego gepumpt damals. Und das war für mich so krank. Mir ging so die Pumpe, als ich da gesessen bin. Das glaubst du mir nicht. Das war echt brutal, Alter. Ich weiß das von anderen auch, die das auch hatten, aber die haben es nicht so gezeigt. Ich war brutal aufgeregt. Und als ich dann weitergekommen bin, ist der Druck natürlich immer gestiegen. So. Ich habe es war dann auch schlimm so. Ich hatte gerade Glück. Wir haben Distance Learning und Normalschule. Es ist immer so Woche für Woche. Das ist eine Gruppe, dann die andere. Und ich hatte sehr, sehr Glück, dass ich frei hatte quasi. Wir haben dann keinen Live-Unterricht, wenn wir zu Hause sind. Wir haben nur Arbeitsaufträge. Das heißt, ich kann das machen, wann ich will. Ich kann mir das einteilen. Und dann hatte ich Glück zuerst in der ersten Woche, dass ich nicht in der Schule war. Und ich habe jeden Tag bis 5 Schule, Bruder. Und dann war das auch entsprechend schwer. Darum habe ich den Part auch eigentlich verkackt, wo ich rausgeflogen bin. Das hat mich dann ein bisschen aufgeregt, weißt du? Ah, ja, ja, das hat man mitbekommen, dass sich das auf jeden Fall auch abgefuckt hat. Ist halt scheiße gelaufen, ne? Ja, Mann. Das war aber es war ein sehr gutes Gefühl, von Farid so gelobt zu werden. Das ist für mich das. Ja, klar, das glaube ich dir. Ne? Das ist ja auch, das freut einem ja auch, wenn man von so einem etablierten Künstler Props und so zurückbekommt, ne? Vor allem, das ist das, auf das man wartet als kleiner Künstler. Bist ein großer Coach und du dir sagst, vor allem, wenn du den so, wenn das für dich eine Legende ist, dann ist das das Schönste, was dir passieren kann. Das Schönste. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt schon. Klar, safe. Ja, Mann, auf jeden Fall. War krank. Ja, das ist doch gut, auf jeden Fall. Und wie ist so jetzt so zwischen den Battles jedenfalls, wo ihr performt habt, hattest du da zwischendurch mit Farid Kontakt? Nein, gar nicht. Niemand. Also habt ihr so gar nicht... Er hat nicht zwischendurch geschrieben oder so? Nee, er hat ein paar Stories von mir gesehen, wo ich ihn erwähnt hatte. Ja. Was ich sehe gerade, Emo, ey, danke, Bruder. nee, das Ding ist, dazwischen hatten wir keinen Kontakt. Er hatte, glaube ich, mit niemand Kontakt. Nicht wirklich. Er hat vielleicht von ein paar die Videos gesehen. Ich bin mir auch sicher, er ist privat vielleicht nochmal auf meine Page gegangen, hat es gesehen. Ich habe ja auch gesehen, dass er hat meine Story ein paar Mal gesehen. Aber das war so. Ich hatte jetzt nicht engeren Kontakt zu ihm. Er hat gesagt, als ich geflogen bin, ich darf auf Konzert vorbeikommen und dann kann ich mit ihm talken und dann würde er mir zeigen, was richtiger Rap ist. Aber wie lief das dann ab quasi? Hat er dich dann immer eingeladen? Er hat mich immer eingeladen. Wenn du reingekommen bist oder wie ist das abgelaufen alles? Ja, der hat mich eingeladen. Also du kannst ja, wenn jemand im Live-Chat ist, kannst du ja oben auf diese Zahl drücken und dann kannst du den Namen eingeben und dann kommt er ran. Ja. Ich glaube, das geht auch bei den Einladungen. Wenn jemand eine Anfrage geschickt hat, kannst du, glaube ich, eingeben, ja,
dies, das, den Namen, der hat er ja aufgeschrieben. Und dann kann der dich dran nehmen, weißt du? Und so ist das gelaufen. Ah, ja, okay. Das Schlimme ist halt, du weißt nicht, wann du dran bist. Ich hatte das Ja, auch schon, stimmt. Alter. Das stimmt, man wartet halt die ganze Zeit, Ja, ne? aber du sitzt da, du musst dir vorstellen, du sitzt da, genau in diesem Setup bin ich immer gesessen hier. Das ist bei meiner Freundin zu Hause. Jedes Mal, Digga. Ja. Ich sitze hier und warte und warte und warte. Und ab und zu schmiert das Internet ab, Digga. Und ich krieg Todesangst. Was ist, wenn er mich jetzt dran nehmen will? Und ich bin nicht da und er sagt, jo, das war's. Ja, genau dann, wenn gerade Internet abbricht, nimmt er dich vielleicht dran oder so, ne? Und dann. Oder, ey, hast du das mitgekriegt? Ich weiß nicht, ob du live dabei warst, aber hast du das mitgekriegt? Er wollte mich als Zweiten dran nehmen und ich Lappen wusste nicht, wie das geht, weil wenn drei Leute im Chat sind, also wenn zwei Leute Ja. schon da sind, der will einen Dritten einladen, dann ist das in den Benachrichtigungen und dann wirst du nicht gleich reingeholt, weißt du? Ah, ja. Ich wusste nicht, wie das geht und er sagt, auf das X drücken in die Benachrichtigung. Ich denke mir, Ja, er hat wie immer war das gesagt, denn? hier oben auf das X klicken Ja, halt, auf, ne? oben auf das X, das ist der Running Gag von uns im Internet 2021, Alter. Oben auf das X drücken, dann rausgehen in die Benachrichtigungen. Bisschen. Scheiße, Safe. Und Digga. wie war das so? Quasi hattest du, glaube ich, schon was gesagt, aber so, da haben ja circa 9.000 bis 10.000 Leute zugeguckt, ne? Ja. Wie war das so? So das Gefühl quasi, du weißt jetzt, du rappst vor knapp 9.000 oder 10.000 Zuschauern quasi. Ich meine, es gibt meine Musikvideos zum Beispiel, haben auch 11, eins hat 13.000 Aufrufe. Und ab, Eins hat dies, das, sogar, was. glaube ich, 86.000 Aufrufe, oder? Ja, auf Spotify. Aber auf Ja, Spotify, genau. ja. Ich meine, du merkst das halt nicht so. Wenn du jetzt live vor 8.000 Menschen stehst, dann kackst du dich ein. Dann kackt man sich ein. Auch ich kann gut vor Menschen reden und so. Also das mit den 8.000 Zuschauern war nicht das Problem. Das Problem war, dass Farid da saß, Digga. Ah, ja. Das ist das Problem, dass Farid da saß. Dass das für mich quasi der Größte war, weißt du? Nicht mal, ey, das war ganz wild für mich. Ich meine, Capo, als Capo da war, wenn er mit mir geredet hat, ich war schon auch aufgeregt, aber nicht mal annähernd so wie bei Farid. Ja, ich glaube, bei Farid ist das Ganze noch ein bisschen höher, ne? Ja, auf jeden Fall bei mir. Bei jemand, der Capimo Todes gefeiert hat, wird Capo das oberste aller Gefühle sein, aber für mich ist einfach Farid. Ja, klar. Ja, Mann. Safe. Ja, das ging aber. Es war Und tatsächlich, du wirst halt nicht in den Chat sehen. Nämlich, wenn du in den Chat siehst, während du rappst, dann siehst du immer, was die schreiben. Und dann gibt's, das waren zwar nicht so viele, weil jeder hat da so seine Leute, die ihn feiern. Das waren zwar nicht so ja. viele, aber da gab es immer die Leute, die haben so 100 Mülltonnen gedrückt und bla bla bla. Und jeder sieht immer nur seinen Chat. Wenn so viele Leute da sind, siehst du hier nicht den Chat von allen, sonst wäre das viel zu viel für dein Handy. Ah ja, genau. Das sieht man immer nur einen Teil von dem Chat, Bruder. Und boah, wenn du da reinguckst und du siehst das, dann denkst du dir, fuck, fuck, das ist mir einmal kurz passiert. Und dann dachte ich, Scheiße, was mache ich hier? Und dann, wenn Fari danach gesagt hat, ah, war gut, war gut. Und dann war ich wieder Ja, beruhigt. das ist doch gut. Ja. Aber ich glaube, das Ding ist auch, wenn man halt am Vorrappen ist, man achtet auch gar nicht so auf die Kommentare und so, was die Nein, Leute. Man nein. ist einfach voll in seinem Film quasi, ne? Ja, man ist tot in seinem Film. Und das wurde mir schlussendlich auch zum Verhängnis. Du bist so in deinem eigenen Mind gefangen, dass du anfängst vorzurappen und du musst dir das auswendig merken. Dieses Handy, das ich hier hatte, neben mir hatte ich immer ein Handy, ich habe den Text abgelesen. Weißt du, dass ja nichts passieren kann. Aber das war eigentlich Ja. das Schwächste. Weißt du, dann liest du den Text und während du rappst, der Beat geht ja immer vor nach vorne, du versuchst alles Ah, komplett in ja. Gang zu bringen und dann irgendwann verliest du dich kurz. Du weißt eigentlich, was das Wort ist, dann denkst du, ich habe falsch vorgerappt. Und dann bist du raus. Dann bist du fertig. Dann ist Ah, aus. ja, dann bist du komplett weg, ne, Ja, dann bist du direkt. komplett weg. Komplett. Select. Ja, komplett weg. Ja, das stimmt. Das ist also. Nee, Mann. Das war. Du bist wirklich in deine eigene Welt gefangen, ein bisschen. Nämlich, du sitzt da und du willst eigentlich gar nicht, dass jemand zusieht, so. Weil du dir denkst, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt reinscheiße? Das war für mich auch Ja, Todesangst genau, bei. was, wenn irgendein Fehler passiert oder so, ne? Ja, genau, das geht dir durch den Kopf. Dasselbe wie wenn du irgendwo, ich weiß, das hatte jeder schon mal, wenn du irgendwo mitmachst bei einem irgendwas. Jeder hat schon mal irgendeinen Wettkampf gemacht. Mit irgendwas. Ja. Weißt du? Und dann wird man natürlich dementsprechend aufgeregt. Ja, Mann. Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall.
Und so von den, hast du auch viele private Nachrichten? Also hast du eventuell Hate-Kommentare oder Kommentare von Leuten bekommen, die dich jetzt nicht so gefeiert haben oder eher mehr positives Feedback? Ich wirklich, ich dachte mir, es gibt safe den einen oder anderen, der mir schreibt, yo, du Hurensohn, du Bastard, fick dich, keine Ahnung. Nee, gab's nicht. Es gab wirklich nur durchweg positiv. Ich habe die Nachrichten bekommen. Es waren immer Leute, die entweder meine Anime-Lines gefeiert haben oder gesagt haben, dein Flow ist geil, deine Hooks, dein dies, das, jenes, Ananas, du weißt. Sie haben mir einfach geschrieben. Ich hatte noch nie, nachdem ich rausgeflogen bin, ich hatte noch nie so eine Welle von Privatnachrichten. Noch nie. Da waren so viele nette Menschen dabei, Alter. Ich muss mich immer wieder bedanken für das. Das war Ja, brutal. das ist doch gut. Ja, wenn man halt vernünftig abliefert, dann sind die Leute auch zufrieden und schreiben einem positive Nachrichten und alles, ne? Ja, Mann. Ich habe Das auf ist jeden doch Fall mein Bestes gegeben. das, was man hören will, ne? Ja, Mann. Unbedingt. Die Bestätigung. Ich will nicht mal irgendwie den Ultra-Fame. Ich will auch nicht das Geld. Das bringt mir das Geld. Ich will einfach nur, dass die Leute mir zuhören. Und die den Shit feiern, weißt du? Ich will nicht irgendwie ein Lambo fahren. Ich will, dass die Leute da sitzen, meinen Track hören und sich denken, okay, das war geil. So hat der da gedacht, so hat der da gedacht. Und das geht's Ja, eigentlich jedem Rapper genau. geht's so. Ja, jeden, der Und halt so, Musik dass macht. die Leute halt direkt denken, wann kommt der nächste Song und so, wann haut er wieder Ja. was raus, ne? Es So, ist natürlich. Geld kommt und geht, ne? Musik bleibt ein Leben lang. Ja, das ist so. Todes, fühle ich. Komplett, komplett auf deiner Seite. 100%. Ja, Mann. Und mir ist jetzt gerade noch was anderes eingefallen, das habe ich bei Insta bei dir gesehen. Hast du beim Contest oder German Dream von Echo Freezy oder so mitgemacht? Ach so, ja, da wurde ich auch gepostet. Echo hat mich gepostet, der hat sogar kommentiert und so. Also, ich habe da mitgemacht und dann habe ich gesagt, alle markieren, markieren. Ja. Ja, Exakt. aber da lief auch gut oder war das eher so nur ein Video abgeben Das und war ein Video abgeben und dann, das war ein Video abgeben und dann, ich dachte, das wäre was Größeres, um ehrlich zu sein. ach so. Dann habe ich mir Ja, einfach, aber ja. ja, sag jetzt du. Dann habe ich einfach einen Track genommen, Bruder, den ich eigentlich schon hatte. Der ist noch nicht Ja. recorded oder so, den habe ich einfach 2 Tage oder so vorher geschrieben und habe den rausgehauen. Und dann habe ich einfach gute Resonanz bekommen, weil der Track war auch, zu dieser Zeit war das so mein bester Track, zu dieser Ja, Zeit. der war gut auf jeden Fall. Ich habe mir den vor ein paar Tagen auch noch gegeben und Nice. ja, hat mir wirklich gut gefallen. Danke, 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 freut mich. Das freut Auch mich. so. Auch so von deinen Singles, die du auf Spotify hast, ist so THC ist so mein Favorit und Standard. Danke. Standard ist ja, glaube ich, jetzt seit kurzem erst draußen, oder? Ja, Standard ist Wenn ich das das Neueste. richtig habe. Ja, Standard ist das Neueste. Ich habe auf jeden Fall damals, ich sag damals, vor dem Insta-Land, für dem Ja. Insta, seit dem Insta-Land hat sich bei mir vieles geändert, was Rap-technisch so abgeht, weil ich natürlich viele Follower dazu bekommen habe, die den Scheiß, den ich in meinen alten Tracks geredet habe, nicht so feiern. Und ich habe für mich selber auch gemerkt, ich will lieber diese Punchline-Schiene fahren mit guten Hooks und mit gutem Flow, anstatt dieses Gangster zu bedienen, weißt du? Ich dachte mir Ja, so, safe. also, ich meine, ich finde die Tracks, die ich vorher gemacht habe, auch gut, keine Frage, das musst du. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich nicht mehr so stolz darauf wie früher, weißt du? Aber Ach Standard so, ist jetzt ja, ein man anderer ändert Gangster. sich halt, ne? Was? Man ändert sich halt, man entwickelt sich weiter Ja, sozusagen, ne? natürlich, 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 Digga. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall der neueste von mir. Und der hat auch vielen Leuten gefallen. Viele haben mir geschrieben, jo, krasse, hier diese Lines sind krass, krasse Flows, krasse Reime, alles. Das freut mich. Echt viele. Ja, das ist auch gut zu hören, wenn sowas die Leute halt feiern, ne? Ja, Mann. Immer schön so. Und so, ich glaube, Rolly hieß der Song, oder? Ja. Das ist, glaube der ist auch nice. Also Findest kann du man den sich auf jeden nice? Fall auch geben. Oder findest du den ernsthaft nice? Ey, ich Es schwöre, geht, ne? Also ich würde mir den jetzt nicht auf Dauerschleife geben, Bro. aber so hin und wieder kann man sich den auf jeden Fall geben. Dieser Track ist so alt, Bruder. Den habe ich ein Jahr, bevor ich den rausgebracht habe, geschrieben. Und ich konnte nicht gut schreiben, Bruder. Ich konnte wirklich nicht gut schreiben. Ich war nicht der beste Schreiber. Ich habe schon früh angefangen, aber ich wurde dann erst vor kurzem viel besser, weißt du?
Ich war nicht so gut. Ich dachte mir, yo, was mache ich jetzt, Alter? Und dann, ich habe zum Glück einen guten Musikvideoproduzenten. Ich habe zum Glück, das Musikvideo war cool. Ich fand das Musikvideo gut. Ja, das war schon eine interessante Zeit. Da war auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit da. Sehr viel. Ja, ich glaube, steht bei Spotify auch bei über 30.000 Aufrufen, oder? Wenn ich Rolli. Das... Rolli hat 70. Ja, genau, Rolli 70, 80, so. Ja, glaube ich. Neider hat noch ja, mehr. Nein, warte, Neider hat, glaube ich, fast 80. Das ist auf jeden Fall wild. Aber das ja, ist Neider geht nicht. Auch wohl, aber so Standard und HTC, das sind auf jeden Fall so DAC. Meine Favorites. Also die feiere ich absolut. HTC, Bruder. Das ist krass. Nee, danke, danke. Aber Rolli war halt zu einer Zeit, da war mein musikalisches Grundgerüst noch nicht so ausgebaut wie jetzt. Ja, klar, ne? Ja, man entwickelt sich halt, wie schon gesagt, man entwickelt sich weiter und arbeitet immer weiter hart an sich, ne? Klar, Digga. Normal. Immer. Das musst du. Sonst bist du kein guter Rapper. Wenn du das nicht machst und das nicht kannst. Ich höre mir das ganz oft an von so Rappern, wie die sich steigern. Ich höre die zwar nicht so privat, aber ganz oft höre ich mir das dann an und dann denke ich mir so, man hört halt, dass die nicht viel machen. Die versuchen Ja, sich gar nicht zu die steigern. kommen nicht weiter voran sozusagen, ne? Nein, die machen immer das Gleiche. Das hat einmal gezogen. So, das sehe ich bei diesen ganzen Eros. Weißt du, was ich meine? Das hat einmal gezogen. Damals dachte jeder, der ist krass, der ist Newcomer, der ist krass. Und jetzt schau sie dir an, wo sie jetzt sind. Es sind 2 Jahre vergangen. Ich meine, Mero kriegt immer noch seine Views und Streams und alles, vor allem aus der Türkei und so. Ja, Aber klar. Die haben sich nicht wirklich weiterentwickelt. Oder wurde Mero für dich in den letzten 2 Jahren besser? Nee, der ist so auf seinem Level geblieben halt von damals, ne? Ja, Mann. Der fährt halt diesen Film, er bleibt auf diesem Film stehen, um halt weiterhin Klicks zu machen und so, ne? Ja, natürlich, aber das ist die falsche Entscheidung. Darum ist jeder, darum habe ich auch das Gefühl, dass so ein Ferro, das ist gar nicht böse gemeint, falls er das irgendwann sieht, ich habe seine Tracks auch gefeiert, aber darum habe ich das Gefühl, dass ein Ferro oder ein Cerro später nicht viel reißen wird im Deutschrap-Game. Die werden zwar groß sein, aber nie wie ein Summerchamp, ein Kollege, wen kann man da noch nennen, Alter? Jeder, der immer seine Musikrichtung weiterentwickelt hat. Und das geht's ja. Summerchamp hat früher dieses krasse deutsche geilen Lines, du bist ein Hurensohn und so, dies, das. Und jetzt schau dir an, was der macht. Ich feiere das persönlich nicht so wie früher, aber der hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Und um das geht's. Ja, der hat auch hart an sich gearbeitet und alles, ne? Ja, safe. Jeden. Auf jeden. Auch ein Casey, bei dem hörst du auch, dass jetzt die Texte schreiben 100-mal leichter fällt als damals zu Bounce-Zeiten und so, weißt du? Ja, klar, aber so Bounce-Zeiten und so, die waren auf jeden Fall schon wild, ne? Also habe ich auch extrem gefeiert. Alter, immer wenn ich diesen Namen höre, Bruder, höre ich Bounce. In meinem Bett liegen Frauen, die mir allesamt einen saugen und kauen. Oh, Bruder, da kriegst du... Ja, genau, safe. Oh, man. Das waren geile Zeiten, ey. Geil, wirklich geil. Was sind denn sonst so Künstler, würde ich jetzt mal nicht so sagen, hältst, aber so nachdem du guckst halt so, ne? Also die du selber privat hörst und feierst. Boah, da kommt, Digga, ganz klar, Kollege, Farid, San Diego SpongeBob, waren meine OGs. Dann gibt's noch für mich so, dass ich war früher der extreme Rap-Head, also ich habe wirklich nur ich habe gesagt so, yo, du feierst 187, du bist ein Hurensohn. Yo, du feierst das, du bist ein Hurensohn. Du feierst Carmen, du bist ein Hurensohn. Und dann habe ich selber gemerkt, Rap ist mehr als nur das. Rap ist auch Melodie, Rap ist eine Musikrichtung, die du in so viele verschiedene Sparten reinbringen kannst und ansehen kannst. Das ist schon nicht mehr normal, weißt du? Und ja, genau. Darum habe ich auch angefangen, Bones zu hören, komplett. Absolut einer meiner Lieblingskünstler. Bones, Raff für mich eine Legende. Ja, Raff auch, ne? Das Gefühl, den höre ich auch privat sehr viel und alles. Also Legende einfach. Bei Gott, bei Raff, ich feiere Farid Bang mehr. Aber bei Raff, wenn ich den in Real Life sehen würde, wäre ich auf jeden Fall viel aufgeregter. Ich weiß, der transformiert ja, das glaube ich. Ein Gefühl von Ehrfurcht, weil er auch gesagt hat, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, nein, ist länger her, vor 5 Jahren, 6 Jahren, als der Ghost rausgehauen hat, hatte den Track Geschichte mit Bones und der hat gesagt, wir schreiben Geschichte.
Schau, was der gemacht hat, Alter. Ja, und das haben die beide, auf Und jeden mit Fall. diesen Beats und wie der das musikalisch delivert, da kommt mir eine Gänsehaut, Bruder. Jedes Mal, ich wohne hier in Österreich, ich bin ab und zu, geht man mal nach Wien ein bisschen Urlaub machen, dies, das, weißt du, das ist von uns zwar weit entfernt, aber wir gehen halt. Und Ja. dann hörst du beim Hinfahren schon Raff und du kommst in diese Stimmung. Und alles, Ja, was er klar, du denkt, kommst direkt alles, was rein er. in den Film, ne? Ja, und dann siehst du, er rappt so, Eis aus dem Garda, niemals von Tichy. Und dann stehst du hier vor diesem Garda, Alter, vor diesem Eisladen und denkst dir, Scheiße, Alter, ich stehe irgendwie in den Fußstapfen von Raff Camora. Ja, genau, ja, das stimmt schon. Das. Das glaube ich dir. Ciao. Ist krank auf jeden Also mit Musik kann ich mit dir ganz lange reden, was ich Fall. feiere, Alter. Ich feiere aber auch Rin, Bruder. Rin auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieser neue Track, den der gemacht hat mit Schmidt. Ich weiß nicht, ob du diesen Schmidt mitgekriegt hast, aber der ist. Oh. Ja, so an sich Rin schon, ne? Also höre ich auch wohl hin und wieder, aber ist jetzt nicht so ganz meins, ne? Ich bin so eher 187ers und Shindy und Lars, ne? Oh, Schindy. Auch absolut krank, Bruder. Aber Shindy ist Schindy krank ist einfach. jetzt besser als damals. Jeder, der Safe, sagt, dass zu Schindy damals besser 100%. war, labert Scheiße. Sorry. Ich finde ihn jetzt besser. Wie? Ja, ist auch so. 100%ig bin ich deiner Meinung. Ja, Bruder. Aber weißt du, ich höre jetzt von Rin, er ist so ein Künstler, ich gebe mir kein Album von ihm. Aber so ein Track, das hat mich so mitgenommen, dieses Dior 2001 und dieses Bros und so, das war schon cool, Ja, genau. So immer so. Nicht so, dass man sich unbedingt das Album vom Alter. Künstler Genau. geben muss. Es sind immer so einzelne Songs, die einem dann auch prägen und im Kopf Ja. bleiben, sozusagen, ne? Eigentlich kann man seinen Lieblingskünstler immer in das einteilen. Es gibt Künstler, die wirst du sagen, die du feierst. So, du feierst die, du würdest jetzt sagen, du magst eigentlich Rin zum Beispiel, aber ich gebe mir Ja. nicht die Alben. Aber bei 187 ist so, ich gebe mir jedes Album, egal von welchem 187er. Ja, das mache ich aber auch. Bei 187 Ja. ist jedes Album durchgehend. Vor allem die Alben sind auch gut, Alter. Das ist nicht so, die meisten Alben von irgendwelchen deutschen Rappern, ich höre mir die an und dann ab der Mitte wird es so langweilig. Es gab drei Tracks, die sind durch die Decke gegangen. Du denkst dir, ja, das wird ein geiles Album. Aber bei 187, jedes Mal, wenn die was droppen, die hauen raus. Das ist Jeder halt. einzelne Song ist ein Hit sozusagen. Ja, ist komplett ein Hit. Und bei jedem Song merkst du, wie geil das ist. Da Und merkst du gehst einfach direkt mit, ne? Also bist quasi in dem Film mit drin sozusagen. ich bin immer komplett in dem Film. Wenn ich 187 höre, Bruder, und ich sitze im Auto, ich muss die Scheibe runter machen, meine Hand raus. Wenn jemand große Fresse hat, schaue ich den böse an, Alter. Das ist so ein fieses Gefühl. Wenn ich rausgehe in der Nacht und da kommen 10 Leute auf mich zu, Digga. Und ich merke, jetzt könnte es gleich irgendwie, weißt du, Stress geben oder Gleich so. kommt Ich bin irgendwas, alleine. ja. Und dann habe ich schon im Kopf, wir fressen Döner und die Capri wird geteilt. Komm nach der Feier und bin auf Party nicht allein. Und da denke ich mir, so, jetzt soll der kommen, Digga. Dann kriegt der, weißt du, Digga. Dann gib Richtig ihm. sinnlos, aber sowas kommt mir dann hoch. Das ist todesgeil, Ja, diese Feier des klar. Todes. Auch Elias ist auch krass. Ganz krasser Typ. Elias. Ja. Tokyo Drift hat er erst gerade rausgehauen, finde ich ganz krank, Bruder. Muss Ja, ich ist sagen. schon nice geworden, kann man sagen. Ja, Mann. Es gibt auch ein paar Newcomer, die ich hart abfeier. So, Race auf jeden Fall auch so. Race. Privat Ja. gebe ich mir auch den Track von Tano immer. So, ich glaube, das ist Ah. Tano Privatnachrichten geschrieben. Er ist ein sehr korrekter Typ, Alter. Sehr Ja, korrekt. das ist doch gut. Und Ding, es gibt bei uns in unserem Bundesland gibt es so eine eigene Rap-Szene, die ist zwar zu 99% Müll. Wirklich Müll. Ja. Aber es gibt so ein paar, oder die kann man sich echt gut geben, Alter. Wirklich. Also Caro. Ich weiß nicht, kennst du Milo? Der kommt auch aus Österreich. Der Milo. hat einen, der hat Milo. einen, Milo, Bratte, meinst Milo du diesen hier aus Wien? heißt der. Milo. Der hatte einen Song und der hat auch schon eine EP rausgebracht. Maybach hieß der. Mit Nee. 100.000 Aufrufen oder so. Nee, Bruder. Ich glaub, das habe ich nicht mitbekommen. Ah, ja, okay. Hattest du mit einem Interview oder wie? Ja, genau, mit dem habe ich Achso. sowas auch schon gemacht. Okay, cool. Das ist auch auf meinem Kanal online. Ich hab eins gesehen auf deinem Kanal, da war so einer im Auto. War das der? Ja, genau, Achso. das war Milo. Okay. Genau. Nein, den kannte ich nicht, weißt du, so. Es gibt halt extrem viel. Österreich sind immer nur, Entschuldigung, 8 Millionen Leute, Ja, von denen halt klar. viele Musik machen. Und du kriegst halt nicht mal ein Hundertstel mit von dem, was passiert. Weißt du? Irgendwann Ja, kommt dann gut. einer, der kriegt einen Vertrag bei irgendeinem großen Label und dann geht's ab, weißt du?
Ja, das stimmt, klar. Aber Safe. ich freue mich, so österreichische Rap-Community wird immer größer und wird immer besser. Ich merke auch, Digga, es kommen immer mehr Österreicher in große Labels und das freut mich immer. Dann denke ich mir so selber, das könnte mir auch passieren, dass ich irgendwann so Ja. einen Durchbruch schaffe, weißt du? Ja, doch, das kommt safe, bestimmt. Hoffentlich, hoffentlich. Doch, klar. Bin ich von überzeugt. Ja, danke, danke. Das freut mich. Das freut mich. Ja, süßer Boy, Alter. Oh, man. Shit. Oh ja. Und wie ging das jetzt so nach das Insta-Talent weiter? Also haben sich so Künstler oder Labels oder eventuell schon andere Anfragen zum Interview, irgendwelche aus den Bereichen gemeldet bei dir? Interviewanfragen hatte ich 6 oder 7, aber meistens so Leute, ich habe mir so das angesehen und dann gedacht, einer hatte 24.000 Abonnenten, ich weiß aber Ah. nicht mehr, wie der hieß, dem habe ich gar nicht geantwortet, so, weil Ja. ich habe seine Videos gesehen, da dachte ich mir, oh, du bist ein richtig schmieriger Bastard, habe ich mir gedacht, du bist ein richtig, wenn der das sieht, du bist ein richtig schmieriger Bastard, Digga. Da habe ich gesehen, was der gemacht hat und was der labert, Bruder, der hat so TikToks gemacht, so Reels. Die hatten zwar viele Klicks, aber das hat mich so nicht interessiert, Digga. Weil das ist Nee, so das viel. ist auch nicht das Wichtigste, so Nee, Bruder, klicksmäßig, schau, der hatte so Videos online, wo der mit Frauen so, weißt du, der hat sich eine Chica genommen und dann hat er so extra nur den Arsch gezeigt von der und irgendwelche komische Scheiße. Da kriege ich Durchfall bei so einem Scheiß, weißt du? ne? Das Ja, mache ich sowas, nicht. nee, sowas feiere ich auch absolut nicht. Und dann dachte ich mir, nee, verpiss dich, aber einige andere auch. So Leute mit, yo. Keine Ahnung, so normal 4, 5K, 500 Abos, habe mich auch gefragt, aber ich habe die meisten abgelehnt, weil ich entweder kein Interesse hatte oder mir die Ja. einfach nicht seriös vorkamen. Als hätte ich da, Ach so weißt du. so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es gibt auch nicht viele, mit denen ich jetzt irgendwie ein Interview. Ich habe dich cool gefunden, Digga. Ich dachte mir, das ist ein netter Typ. Der freut mich, Ja. ich freue mich auch. Was mache ich? Es Ja, wird ich freue zwar mich viel auch auf jeden Aufmerksamkeit Fall, kriegen, dass wir das machen. aber das interessiert mich gar nicht, weißt du? Es freut mich Nee, einfach, das ist dass. ja auch nicht so. Hauptsache, man hat gequatscht, ne? Und ja, dann guckt man halt, was sich so weiter ergibt, eventuell, ne? Ja, sicher. Frieden. Emo sagt's ja gerade eh, Bruder. Emo. Bruder, du sprichst mir aus der Seele, hast du genau richtig gemacht. Danke, Mann. Ich schwöre. Ich habe den Emo habe ich gesehen bei Instalent. Der hat es auch versucht, leider ist er nicht reingekommen. Aber Bruder, das war einer von den einzigen, die ich mir geben konnte. Die hatten geile Lines, Bruder, und mit guten Reimen. Du warst einer der einzigen, Emo. Ah, ja. Aber so, was, jetzt fällt mir gerade ein zu das Insta-Talent. Was hältst du von Knelle? Von Knelle. Ah, Knelle, Alter. Knelle, mein Bruder. Ey, der ist auch. Ey, der Der folgt Junge mir ist auch auf wild, Instagram. oder nicht? Bruder Knelle, ey, wir haben geschrieben und so. Und der folgt mir auch und so. Er liked auch immer Bilder, macht Kommentare, alles. Er ist ein richtig netter Junge. Ein richtig netter junger Boy, Digga. Richtig. Ey, der wird es schaffen. Zu 100%. Dieser Typ wird jeden auseinanderficken. Jeden. Klar, Der nimmt jeden safe. hoch, Bruder. Er nimmt ihn so, Bruder, weißt du? Der Junge ist krank, also ich Der feiere ihn Typ einfach übertrieben. der ist ja 13. Ja, Der Typ genau. mit 13 Jahren, disst der die Leute so unfassbar wild. Ey, da ist doch einfach so geil. Du merkst auch nicht, dass der 13 ist. Nee, das merkst du absolut nicht. Ja, Bruder, absolut nicht. Warte, ich muss kurz den Lüfter. Ich habe einen Heizlüfter an, weil mir kalt war. Jetzt ist mir zu heiß, Bruder. Ja. So. Oh. Ja, Mann, aber Knelle ist ein absoluter Motherfucker. Ja, Komplett. er bringt auch immer so lustige Lines halt, ne? Du musst halt immer lachen bei ihm, Ja, ne? ich versuche das auch zu machen, aber bei mir kommt das nicht so rüber. Das kann niemand außer der Kleine. Das ist Nee, so da krank. ist er in seinem Feeling drin. Und so ein netter Typ, Bruder. Er hat mir geschrieben, yo, finde ich. Er hat mir geschrieben, nicht ich ihm, er mir. Er hat mir Ja. geschrieben. Und er hat so gesagt, yo, krass. Finde ich gut, was du bei Instagram machst. Gute Reime, krasser. Und das hat mich so gefreut, weil von ihm er ist auch so einer, den ich feier, Alter. So ein Track von ihm Ja. würde ich mir schon auch geben. Weißt Ja, klar, auf jeden Fall, ne? du? Ja. Safe. Ja, meine Freundin kommt gerade rein, Bruder. Ach so. Okay. Ja, servus, ne? Grüße. Ja, verpiss dich. Ja, Bruder. Ja, Alter, Knell ist ja nett. Ohne Spaß. Ja, korrekter Typ auf jeden Fall. Auf jeden. Zu 100%.
Und hast du sonst so noch mit wem von Das Insta-Talent Kontakt, so jetzt außer mit Race und Knelle? Fabre. Fabre habe ich Kontakt. Ich glaube, das war's schon. Fabre Azal hat mir geschrieben. Aber mit dem habe ich nicht. Also, der hat mir einmal geschrieben. Aber mit Fabre habe ich noch Kontakt und mit Race. Hauptsächlich mit den beiden Dudes. Ja. Ja. Aber so ist da was, also kann man eventuell, dass da was von euch kommt, von euch beiden, also von dir und Race? Kann man eventuell ist das möglich. Ich will. Eventuell. Ich glaube. Eventuell ist das möglich, dass ich mal hier nach zur Schweiz rüberschaue. Sehe unser Nachbar hier in Vorarlberg. Kann gut sein, dass ich da mal reinschaue. Die Mal schauen. Kombi wäre auf jeden Fall wild, Das also würde mich auf das jeden würden Fall die freuen. Also, Leute feiern. ich respektiere diesen Typen so hart für alles, was der hier in Instagram gemacht hat und was der für Rap Delivery hat mit 20 Jahren. Er ist 2 Jahre älter als ich und ist so krank, Bruder. Ja, Ich der habe haut einen extremen raus. Respekt. Was? Der haut einen raus jedes Mal. Ja, jedes Mal. No, also das gab es noch nie bei dem. Ich glaube, der ist. Du merkst auch, dass der diesen Rap-Scheiß liebt. Das Ja, ist er nicht so lebt wie bei dafür, anderen. Der ne? macht das Er für ist da sich. voll drin im Film Der ist sozusagen. voll drin. Und das hat er so verdient, dass der jetzt im Finale ist. Der wird das Ding auch holen. Der wird das Ding zu 100% nach Hause holen. Der holt das in die Schweiz. Ganz sicher. Bin ich mir sicher. Ja, so, Race, das ist auch mein Favorit, ne? Also ich Ja. denke mir auch, dass er das Ding safe holen wird. Und Also ich wüsste, also davon bin ich so gut wie überzeugt. ich auch. Ich glaube, letztes Jahr war es auch beim Finale Zuschauervoting. Und wenn du die Kommentare gesehen hast unter dem letzten Instagram-Post, Bruder, da gibt es nicht mehr viel zu reden. Die Leute feiern Race zu 100% nur. Es gibt noch Tano und die feiern das. Ich glaube, Masi hat nicht so die besten Chancen, weil da halt auch viel war, die viel Hate gegen ihn gekommen ist, weil er eben Race zurückgedisst hat. Und ein Ja. paar, er hatte halt ein paar Textlänger drin, Digga, was ich nicht schlimm finde. Weil der hat das auch a cappella gerappt und ich glaube, ich bin mir ziemlich davon überzeugt, dass der das so 10 Minuten vor das Insta-Land geschrieben hat. Einfach nur, um dem ein bisschen Seitenhieb zu geben. Ja. Aber ich glaube, das sieht nicht gut aus für die anderen. Ich glaube, da holt sich Race die Krone nach Hause. Doch, der macht das Ding. Auf jeden. Das ist ja auch das Ding, was man zwischendurch gesehen hat. Umso höher die Leute gekommen sind, umso eher sind denen auch Fehler oder Patzer passiert, Ja. ne? Da waren ja, glaube ich, noch ein paar andere dabei, denen Ja, Fehler passiert sind. San Andreas tat mir weh. Echt, wirklich weh. Der ist auch sehr gut gewesen. Und der ist bei, ja, ich glaube, nein, der ist kurz vor der, im Halbfinale ist der geflogen. Weißt du Ja, noch? im Halbfinale war das, glaube ich, ist er rausgeflogen, ne? Wegen Textpatzer. Ja, Sehr genau. schade um den Typen, Alter. Der war richtig krank. Ja, das ist War echt echt, richtig gut. sowas ist schade einfach dann, ne? Das wäre der für mich so. Mit Tano, ich finde die auch krass. Ich will hier nicht so viel sagen. Aber ich glaube, das wäre der gewesen, der mir rap-technisch hätte der Race einigermaßen Konkurrenz machen können. Weil rap-technisch ist Race einfach auf einer anderen Liga. Weißt Ja, das stimmt, klar. du? Komplett. Und was hast du jetzt in naher Zukunft so geplant, also jetzt nach dem Insta-Talent. Auf was kann man sich freuen? Ist eventuell schon eine EP oder sowas ähnliches in der Planung? EP-ähnliches, ich sage schon seit 2 Jahren, dass ich ein Album droppe, aber das ist noch nicht passiert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das noch nicht wirklich das Wahre ist, mit dieser Reichweite, die ich habe, das zu machen. Weil dann kriegen vielleicht 2 Songs passt zu 1000 Streams und die anderen gehen komplett unter und ich will halt, dass alle meine Songs die genau gleiche Tragweite haben, weißt du? Dass Ja, sie klar. Aufmerksamkeit wenigstens holen könnten, weißt du? Ja, Mir genau. geht es natürlich um Rap, aber. Es freut einen natürlich immer, wenn du Streams hast. Das freut dich trotzdem immer. Ich habe ja vorher auch gesagt, es geht nicht ums Geld oder so. Aber ich Nee, will halt, dass die genau. Leute das hören können, weißt du? Und nicht, dass die da, nämlich bei meiner Reichweite bringt das nichts, weil die hören das Album, dann hören die ersten 2 Tracks oder die hören die 10 Sekunden von den Tracks an und dann ist schon wieder weg, weißt du? So, Ah, ist nicht ja. gut für mich. Du kannst keine, das Ding ist, wenn du größer bist, kriegst du auf einmal Erfolgsfans. Und die hören sie, die werden dann richtige Fans und die pumpen das. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir hätten eigentlich was geplant gehabt, EP-mäßig. Aber mal schauen, was in den nächsten Monaten kommt. Ich hätte auf jeden Fall genug Tracks momentan in der Pipeline, um das zu machen. Also es kommen, am laufenden Band werden Tracks kommen, am laufenden Band.
Ja, das ist doch gut zu hören, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Und auch. Ja? hau mal erstmal raus, was du gerade sagen wolltest, oder? Musikvideos sind auch in der Pipeline. Also da wird was passieren. Also Ja, Musik das ist so wird gut. laufen. Das ist gut. Und wie setzt du dich an so einen Song ran? Also wenn du schreibst, bist du eher so alleine im Raum Ich oder bin im Bad. im Badezimmer? Ich bin im Badezimmer. Das ist der einzige Ort, an dem ich so zu 100% abschalten kann, Bruder. Wenn ich könnte, würde ich auf der Toilette texten, aber wenn ich am Kacken bin, geht das nicht so gut. Aber Ja, das nee. stimmt. Ich bin im Badezimmer und dann geht ganz schnell mal 2 Stunden, sind ganz schnell mal hier weg. Und dann haben wir schon so 10 Uhr und meine Freundin liegt bei mir im Zimmer und sagt, wo warst du? Was hast du getan? Ich habe Texte geschrieben. Dann weiß sie Bescheid, weißt du? Dann nehme ich meine JBL-Box mit, dann stelle ich die auf und dann jamme ich erstmal ein paar Beats, ob sich die geil finden. Ja. Oft, ab und zu passiert es dann auch, dass Andrew Mesh mir mal schickt, so, was er gemacht hat, also mein Produzent. Ja. Ja, und dann ist es einfach so, dass ich jamme da einfach drauf und dann laufe ich durch das fucking ganze Bad, die ganze Zeit im Kreis. Ich schwöre, ich laufe im Kreis und dann irgendwie wird mir so heiß und dann mache ich das Fenster auf und dann kommt, ich schwöre, dann kommen mir Ideen. Dann kommen mir Ideen für Lines, für Sachen. Dann gehe ich ganz kurz auf Instagram, dann sehe ich irgendeinen Post und dann denke ich mir, okay, das wäre eine geile Line. Dann schreibe ich das auf und so passiert das. Weißt du? Ah, So gehe ich ja. über Tracks ran. Ich kann natürlich auch schreiben, wenn ich im Studio bin und ich brauche aber den Vibe. Wenn ich keinen Vibe habe zum Text schreiben, dann habe ich ein ganz großes Problem. Dann kann Ja, ich. klar. Ja. Ja. Und wie lange brauchst du ungefähr für so einen Song zu schreiben quasi? Also wenn du jetzt gerade drin bist und so die Vibes hast. Beim Insta-Line, das geht ganz unterschiedlich. Wenn ich voll im Vibe bin, kann es schon mal passieren, dass ich in einer halben Stunde einen Track geschrieben habe. Also ich bin dann sehr schnell. Wenn ich richtig, also beim Insta-Line ist meistens so eine Arbeit von 2, 3 Stunden gewesen, die ich da reingepulvert habe. Aber so, kommt kurz diese Akkumeldung. Aber noch gar nicht diese, wie heißt das, noch gar nicht diese Zeit, die ich zum Üben vom Track brauche, mit eingerechnet, weißt du? Ach Also so, einfach ja. nur texten selber und den Text hinkriegen, weil ich auch natürlich auf alles geachtet habe und da achtest du drauf, wie ist das rein Schema, wie ist das? Und dann ist das Ja. natürlich schon viel Arbeit, aber im Durchschnitt brauche ich so 1 Stunde, 1,5 für den Track. Ja, das geht doch auf jeden Fall fit, würde ich mal sagen, ne? Ja, auf jeden Klar. Fall. Ich bin froh. Es gibt Leute, die kriegen das gar nicht auf die Kette. Ja, klar, gibt's auch, ne? Ja, Mann. Auf jeden Fall. Und wie ist das so? Hast du ein Team um dich oder wie sieht das labelmäßig aus quasi? Oder bist du noch so mit ein paar guten Kollegen unterwegs und Produzenten Ich damit am Start? habe ein Label. Es ist kein großes. Es ist eigentlich so ein Privatding. Ich habe Andrew Mesh heißt der, also das Label heißt bei Monty Records und da bin ich gesigned, tatsächlich gesigned, also wirklich rechtlich alles und mit ihm bringe ich Tracks raus. Also er ist mein Produzent, ich habe da ein Team um mich, ich habe jemand, der macht meine Cover Artworks, es gibt jemand, der mischt die Tracks, es gibt jemand, der baut die Beats, es gibt jemand, der macht Bilder, Fotoshootings, es gibt Leute, die machen die Website, es gibt Leute, die laden das auf Spotify hoch. Es ist schon ein Team geworden, Alter, wir sind schon untereinander. Sind wir schon sehr am Hassen? Wir wollen da uns richtig krass was aufbauen. Und wir haben auch marketingtechnisch in den nächsten paar Monaten kommt marketingtechnisch einiges dazu. Wirklich, wir haben da echt viel im Petto. Da ist echt viel in der Pipeline, was echt krass werden könnte. Ja, das ist doch gut zu hören. Ja, Mann. Man Auf muss jeden halt jetzt muss man halt auch immer am Ball bleiben, ne? Also jetzt ein Ding nacheinander sozusagen raushauen, ne? Auf jeden Fall. Da bin ich dran. Ich mache das jetzt schon, seit ich bei ihm signed bin, haue ich jeden Monat einen Track raus. Ab und zu denken Leute, ich bringe keinen Track raus, weil ich ein Feature gemacht habe oder so und dann ist es auf der Page vom anderen. Aber ich bringe immer Musik am laufenden Band. Das war mein Problem. Ich hatte eigentlich einen richtigen Hype am Anfang so und das hat sich immer gesteigert. Aber dann habe ich habe einfach nicht mehr gemacht. Ich habe einfach 3, 4 Monate keinen, 5, 6, 7 Monate keinen Track mehr gedroppt. Und dann kommt auf einmal was, noch was und dann wird das natürlich immer weniger. Und irgendwann juckt es keinen mehr, weißt Ach so, ja, dann Aber fragen sich das. die Leute natürlich, warum nichts mehr kommt oder so, ne? Ja, natürlich. Aber das war zum Teil so, wir waren halt einfach damals, war ich noch mit einem guten Kollegen von mir, wir haben uns zusammen ein Studio aufgebaut, das war eine geile Zeit. Und wir waren da nur am Hängen, Bruder. Wir waren da nur am Chillen. Wir waren wirklich nur am Hängen und Chillen, Bruder. Ich habe natürlich das Rap-Ding gemacht, aber noch nicht so ernst wie jetzt. Jetzt bin ich voll ernst im Film. Und ich will was erreichen.
Und ich will vor allem, dass die Leute meine Scheiße feiern, weißt Ja, klar, das ist ja auch das Hauptziel sozusagen, du? Ja. ne? Und mir ist scheißegal, ob es jetzt. Mich stört das jetzt nicht wirklich, dass ich bei Rowley 80.000 Streams habe und bei Standard nur 1.000. Das ist nicht wirklich wild für mich oder irgendwas Weltbewegendes. Das ist einfach so. Aber ich bin jetzt zufriedener als damals, weil jetzt bekomme ich so viel positive Rückmeldung und das freut mich so unglaublich. Wirklich. Ja, Also, das glaube ich dir. auf Ja, jeden und Fall fühle ich so, jetzt weiter. das Ding ist ja auch so, ich sag mal so, Klicks und so spielen ja auch nicht so eine große Rolle, spielen schon eine Rolle, aber wenn man von den Leuten durchgehend positives Feedback Das ist das bekommt, Beste. das ist viel wichtiger, wie wenn du jetzt zum Beispiel 100.000 oder 200.000 Klicks Ja, gemacht hast, ne? wenn du diese 200.000 Klicks machst, die Leute kennst du nicht. Die waren Ja, in der genau. Spotify-Playlist, durch den Algorithmus kommst du in diese Playlist. Und das war's. Die kennen dich nicht. Die hören dich nicht. Die juckt das nicht. Die haben den Track ge gehört, dachten sich, okay, cool, ich mach weiter. Das ist auch Ja, das genau. Problem an diesem ganzen Streaming-Scheiß. Weißt du, wie gerne ich es hätte, wie damals bei Sido? Der hat ja seine Dinge auf Kassetten gepresst, seine Tapes und seine Tracks und die dann zu einem Musikfachhandel gebracht und die haben das dann verkauft. So was will ich so gerne machen. Einfach an der Straße stehen und die Tapes verkaufen. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann hast du auch direkt dieses, dann hast du auch Dann hast du direkt das diese, Feedback direkt von den ja, Leuten, ne? dann kommen die auch zu dir und sagen, jo, der war krass. Aber natürlich ist es schwerer gewesen, bekannt zu werden. Aber du hast auch damit im Endeffekt mehr Geld verdient. Dann konnte der Musiker halt schneller davon leben. Weil wenn irgendwelche, wenn 100.000 Leute deine Tracks hören, ich bin ganz ehrlich, du kriegst gar nichts. Für diese Nee. 100.000 Streams, du kriegst einen Scheißdreck. Vor allem, wenn du kein Label hast, kein großes, dass da einen eigenen Vertrieb hat, wie Sony oder Warner oder Universal, dann bist du gefickt. Du kriegst keine Ja, Kopfhörer in Musik. das, ja, glaube ich schon. Dieses Streaming-Ding hat alles zerstört, finde ich. Ganz vieles. Ja, doch, zum größten Teil, ne, würde ich jetzt mal sagen. Komplett. Die Leute manipulieren die Charts. Was geht eigentlich ab, Alter? Mir wird jedes Mal schlecht, wenn ich das sehe, Bruder. Jedes Ja, Mal. aber so, wenn jetzt so schlecht werden und so, was hältst du jetzt mal ganz anderes Thema kurz? Was hältst du von Bushido zurzeit? Von Oder Bushido? von seinen, ich würde jetzt sagen, von seinen beiden Kinder-Signings? Also ich feiere die beiden absolut nicht, die er jetzt gesigned hat. Ah, Das ist einfach ich finde cheap. schlechte Musik in meinen Augen. Vor allen Dingen der eine ist mal bei Instagram angemeldet, dann ist er wieder gelöscht, dann ist er wieder neu drin und immer so ein Hin und Her, ne? Das ist ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Gene ist auf jeden Fall, ich habe Twitter, so Privataccount, und ich schaue mir immer die Tweets von Gene an, weil der richtig dumme Scheiße oder lustige Scheiße postet. Wirklich, er frontet Flair und die schreiben auf Twitter und nicht mal ein Rap-Medium berichtet darüber. Die dissen sich da gegenseitig drüben auf Twitter und sagen, du Huch und so, nein, du Huch und so, nein, du und so. Bushido retweetet die ganze Zeit irgendeine Scheiße von der Meme-Page von Flair, Alter, und disst ihn die ganze Zeit und postet Flair ist ein Huch und so. Das ist so weird, Digga. Was ich von dem halte, Bruder, der war für mich eine riesige Figur im deutschen Rap und der ist abgestürzt, Bruder. Komplett. Aber ich finde, viele Leute reden viel zu viel davon, jo, der hat Polizeischutz. Aber die Leute, die davon reden, außer jetzt rede ich nicht von den Rappern, die über ihn Ja. gerappt haben, aber die Leute, die in den Chat schreiben und die in Kommentare schreiben, yo, Alter, Deutscher 6ix9ine, Alter, wenn dir mal ein arabischer Großfamilienclan auf den Fersen ist und die wollen dich ficken und du hast deine Ja, Familie, dann deine gehst du Mutter, auch deine Frau, automatisch zu den Bäumen, ne? Sozusagen. die wollen dich nur, wenn die dich wollen, dann hast du Angst. Dann hast du Angst um dein Leben. Und das kann ich gut verstehen, dass der da Polizeischutz genommen hat. Wirklich. Und zu seinen Signings. Gene ist okay. Ich fand den Track nicht sonderlich krass. Diesen Kokain fand ich nicht so wild. Nee, Ist habe ich halt auch nicht. so. Diese Jungs muss der halt aufbauen, wenn der will, dass aus denen was wird. Ja, genau. Er muss von Anfang an mit denen dranbleiben und die müssen regelmäßig releasen halt, ne? Und es tut mir so weh, wenn ich sehe, dass jemand, der zum Beispiel jemand aus meinem Umfeld, Karosch zum Beispiel, den kennst du nicht, aber der ist, also rap-technisch habe ich noch nie, also der ist auch auf einem Level von Race, wenn nicht krasser. Rap-technisch. Ich rede jetzt Ja. nicht vom Flow, aber der ist rap-technisch auf einem Kollega-Level. Wirklich texttechnisch. Ich kenne den auch ein bisschen jetzt schon. Wir haben auch zusammen was gemacht. Und dass so einer keinen Vertrag bekommt und ein Sheen schon, der vielleicht
1% von dem Horizont und Rap-Skill hat, der er hat. Das regt mich persönlich extrem auf. Diese ganzen Labels sind voll von irgendwelchen Leuten, die von 100 Ecken kennen, die irgendein Typ den vorgeschlagen hat und die denken sich, okay, cool, den bauen wir jetzt auf, Digga. Die sollen mal richtige Musiker unter Vertrag nehmen, die den Scheiß Ja. leben, die Scheiße wirklich wollen. Ich bin Ja, da die echt da, Picker. wie du schon richtig sagst, die einfach dafür leben quasi, ne? Ja, komplett. Ich glaube, Jean lebt mittlerweile auch dafür, aber ich finde das nicht krass, was der gemacht hat. Ich finde den Track komplett Standard, Mainstream, bla bla. Ja, ist halt normaler Shit, ne, was Ist jeder halt das. zweite Drittel Ja. mittlerweile rausbringt, ne? Es gibt auch ganz viele so. Ein Feature von dem würde ich auch so ablehnen, wenn da jetzt was kommen will und der sagt, yo, mach ein Feature mit mir, keine Ahnung, ich würde das ablehnen. Nicht, weil mich das nicht juckt, was der macht. Weißt du? Ja. Der hat auch nicht so. Ich finde, viele von den Rappern, die gehatet werden für das, was sie machen, machen eigentlich gute Musik. Wenn man ganz ehrlich ist, machen die gute Musik. Und dann kommen sie immer mit, kein Rap, da ist der reinlich sexuell, was willst du? Dann denke ich mir, yo, lass den doch machen. So. Ich mag das aber nicht, wenn die Leute irgendwie sich was aufdrängen, was sie nicht sind. Das habe ich zu einem Teil auch gemacht, aber das feiere ich nicht. Ja. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Oder wenn sie sich fühlen wie in einem fucking Al Pacino-Film, Digga. Ich will da jetzt keinen Namen nennen, sonst fliegen zuletzt noch Anrufe. Ich hatte sowas schon mal in so einer ähnlichen Situation, wo ich regeln musste. Mit einem Ach so, ja. Thai-Rapper. Aber das ist ganz unschön, Bruder. Da gibt es manche Leute, die fahren ihren eigenen Al Pacino-Film und denken, sie sind irgendwie Straßengangster und können jedem sagen, was sie zu tun haben. Das regt mich so dermaßen auf. Die kommen hin und denken, sie sind die Chefs, Digga. Sie haben nicht mal Schulabschluss, Bruder. Die Ja, haben genau, sie Steine denken, sie studiert werden Kings überhaupt, ne? und wollen Leuten sagen, die offensichtlich intelligenter als sie sind, die nur nicht den Rücken haben, die nicht das Glück hatten, dass nicht mal Glück, die nicht, sich nicht mal so weit zu den Leuten hingegangen sind, die irgendwelche Connections haben, die kriminell sind, die einfach normal sind und nicht auf der Straße aktiv. Wenn die dann dissen, kommen die an mit Rücken und ich fick dich in Real Life, dann denke ich mir immer, du bist ein ganz Großer, denke ich mir. Du bist ein ganz Großer. Ein ganz Ah, Bruder. ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Klar. Stadtrapper mit Fake Gucci Bag. Ja, komplett. Hier schreibt gerade deiner Bruder Mirko. Ja, mit dem schreibe ich auch ein bisschen, Bruder. Der hat komplett recht. Komplett recht. Die haben meistens so posten, die irgendwas in der Shisha-Bar, gehen einen Kfz-Mechaniker-Job und tun auf Al Pacino, Alter. Haben nicht mal 10 Euro verdient. Weißt du? Ah, genau, ja, aber hier hat gerade noch jemand geschrieben, Bruder, das Ziel ist ja nicht Fame. Nicht Fame, dein Ziel ist ja hoffentlich Musik aus Liebe zu machen. Also drop deine EP, du musst präsent sein. Präsent sein quasi. Ja, ich weiß schon, was er meint. Das Ding ist, es geht mir nicht unbedingt um den Fame. Es geht mir nur darum, dass wenigstens Ja, dass dass die der Leute Track das eine hören und die Chance Musik bekommt. feiern quasi, ne? Ja, ich will, dass die Leute feiern. Es geht mir nicht unbedingt um die Streams. Und ich will auch, ich kann auch nicht, ob ich jetzt eine EP droppe oder einzelne Tracks, ist vom Geld her genau dasselbe. Ja, Weißt du? klar, das stimmt, ne? Aber der Fame, natürlich, ich krieg schon mehr Streams, wenn ich die Tracks einzeln droppe, aber ich will auch irgendwo, dass die Leute hören und dass sie das feiern können. Nämlich, es geht halt sehr schnell unter und das will ich nicht. Ich will, es gibt, es ist ein Unterschied zwischen ich will jetzt den krassen Fame oder ich will nicht, dass mein Track untergeht, weil ich da Arbeit reingesteckt habe, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. An diesem Punkt, wo ich jetzt bin, geht es noch lange nicht um Fame. Noch lange nicht. Nee. Es kommt erst, wenn, hoffentlich kommt das irgendwann, Doch, das kommt. dass ich Ich will ja auch von Musik leben. Ich will ja mit dem auch irgendwann mein Geld machen. Aber ich will nie krass Ja. übertreiben und dann Money Moves machen. Ich will einfach nur genug Geld, um mit Musik über die Runden zu kommen. Es Ja, muss nicht. genau, dass man so sein Leben einigermaßen finanzieren kann, würde ich mal sagen, ne? Natürlich wäre das geil, wenn man mit der Musik 30.000 im Monat verdient. Aber das wird nicht passieren. Sehr wahrscheinlich. Es wird nicht passieren, bei den meisten nicht. Wahrscheinlich bei mir auch nicht. Ich bin nur froh, wenn ich mit meiner Musik leben kann, wenn ich in das Studio gehen kann und sagen kann, yo, ich kann meine Kinder ernähren, ich kann meine Frau ernähren, ich kann mir ein Auto leisten, ich kann einfach das machen, weißt du, was ich will, Ja, mit dem, was ich genau. liebe. Und das wäre Klar. für mich die ultimative Zukunft, das. So. Wirklich, das. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Wirklich. Ich würde so an dieser Stelle jetzt erstmal dabei belassen. Also Safe. quasi. Ich würde mich auch dafür auf jeden Fall bedanken, dass wir jetzt dieses kleine Interview geführt haben.
Hat Das ist mich ja auf kein. jeden Fall auch gefreut, dass du dich gemeldet hast und dass es zustande gekommen ist. Und ich würde sagen, man kann ja demnächst mal gucken, ob sich wieder was ergibt oder so. Ja, safe. Und würde mich freuen und ja. Ist kein Ding. Genau, ich will noch eine Sache hinzufügen. Kennst du Disaster? Die saß. Ja, ich glaube, ja. Disaster. Er ist so Ja. ein Links-Rapper, also es geht voll auf links, also politische Seite links. Der hat mal was gesagt, Bruder. Wie war das nochmal so? Er hat gesagt, du bist einer von 100.000, die neben bisschen Fleiß auch noch Glück hatten und machst jetzt dein Glück zum Maßstab, um den Kiddies zu sagen, dass sie so, dass, um den Kiddies zu sagen, dass sie schlechter sind als du, wenn sie nicht so ein großes Auto haben wie du, wenn sie nicht so ein großes Portemonnaie haben wie du, wenn sie nicht die gleichen Designerklamotten haben. Alter, was ist das? Du peinlicher Vogel, so. Weißt du? Ja, Das ich habe ich weiß selber nicht. auch gemacht, den Fehler, dass ich das in Tracks transportiert habe, aber ich will das aufhören. Und er hatte mit diesem Kommentar komplett recht. Und das wollte ich noch sagen. Aber danke für das Interview, Digga. Es hat mich gefreut, mit dir ein bisschen zu talken. War auf Hat jeden Fall mich auch cool. gefreut. Und Jo. ich würde sagen, wir hören uns, Dicker, ne? Wir hören uns, Digga. Okay.